Dort lebten ein Mann und eine Frau. Lange wollten sie schon ein Kind haben, aber er war nicht da. Eines Tages wurde meine Frau krank. Der Mann fragte sie, was sie am meisten will. Die Frau antwortete, dass es in der Nähe einen herrlichen Garten gibt, in dem viele der schönsten Blumen wachsen. Es gibt einen schönen Rapunzel im Garten. Es sieht so frisch und grün aus, dass sie es unbedingt probieren wollte. Aber der Garten war von einem hohen Zaun umgeben und niemand wagte es, ihn zu betreten, da dieser Garten einer Hexe gehörte. Sie besaß große Macht und jeder auf der Welt fürchtete sie. Der Ehemann liebte seine Frau sehr und beschloss, ein Rapunzel für sie zu besorgen, egal was es ihn kostete. Und so stieg er in der Abenddämmerung über den Steinzaun in den Garten der Zauberin, nahm in Eile eine ganze Handvoll grüner Rapunzel und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sofort einen Salat daraus und aß gierig. Sie mochte diesen Salat so sehr, dass sie am nächsten Tag noch mehr wollte als zuvor. Der Mann ging wieder in den Garten, aber die Hexe stand bereits vor ihm. Sie starrte ihn wütend an und sagte, dass er viel dafür bezahlen würde, den Rapunzel zu stehlen. Er bat die Hexe, nicht böse zu sein, weil er den Rapunzel für seine Frau, die sehr krank war, abgerissen hatte. Und er liebt sie so sehr. Die Wut der Hexe verging ein wenig und sie sagte, wenn es wahr wäre, würde sie ihm erlauben, so viel Rapunzel zu sammeln, wie er wollte, aber unter einer Bedingung. Er muss der Hexe das Kind geben, das seiner Frau geboren wird. Der Ehemann stimmte der Angst zu. Als die Frau eine Tochter zur Welt brachte, erschien die Hexe sofort, nahm das Kind mit und nannte sie Rapunzel. Rapunzel wurde das schönste Mädchen der Welt. Als sie 12 Jahre alt war, sperrte die Hexe sie in einen Turm. Dieser Turm befand sich im Wald und hatte keine Türen oder Treppen. Nur ganz oben war ein kleines Fenster. Als die Hexe den Turm besteigen wollte, rief sie Rapunzel an, um ihre Sensen herunterzuziehen. Und Rapunzel hatte lange schöne Haare. Sie hört die Stimme der Hexe, lockert ihre Zöpfe, bindet sie an den Fensterhaken, und die Haare fallen herunter, und die Hexe steigt auf und klammert sich an sie. Mehrere Jahre vergingen, und der Königssohn ritt zufällig auf einem Pferd durch den Wald, in dem der Turm stand. Plötzlich hörte er singen und es war so angenehm, dass er anhielt und anfing zuzuhören. Rapunzel sang es in ihrer wunderbaren Stimme. Der Prinz wollte hochklettern. Er begann nach dem Eingang zum Turm zu suchen, aber es war unmöglich, ihn zu finden. Er sah einmal, wie die Hexe die Zöpfe hochkletterte, die Rapunzel sie senkte. Und am nächsten Tag, als es schon dunkel wurde, fuhr der Prinz zum Turm und rief Rapunzel an. Sie hörte, zog ihre Zöpfe herunter und der Prinz stieg auf. Als Rapunzel sah, dass ein Mann, den sie noch nie gesehen hatte, zu ihr kam, war er zunächst sehr verängstigt. Aber der Prinz sprach liebevoll mit ihr und sagte, dass sein Herz vom Gesang so berührt war, dass er beschloss, sie unbedingt zu sehen. Dann hörte Rapunzel auf, Angst zu haben, und als er fragte, ob sie bereit sei, ihn zu heiraten, gab sie ihre Zustimmung und streckte ihm ihre Hand entgegen. Sie wussten einfach nicht, wie sie zusammen untergehen sollten. Sie fanden heraus, dass der Prinz, wenn er kam, immer ein Stück Seide mitnehmen würde und Rapunzel eine Leiter daraus weben würde. Und wenn die Leiter fertig ist, werden sie zusammen hinuntersteigen und gehen. Die Zauberin bemerkte nichts, bis Rapunzel eines Tages fragte, warum es einfacher sei, den Prinzen hochzuziehen. Die Zauberin verstand alles, wurde wütend und klammerte sich vor Wut an Rapunzels schönes Haar. Ich wickelte sie mehrmals um meinen linken Arm und griff mit meiner rechten nach der Schere und schnitt sie ab. Sie nahm die Zauberin in das dichte Dickicht von Rapunzel und versteckte sie dort. Sie band die geschnittenen Zöpfe an den Fensterhaken,
und als der Prinz auftauchte, zog sie sie herunter. Der Prinz stieg auf und sah die Hexe. Sie sah ihn mit ihrem böswilligen Blick an und sagte, dass er Rapunzel niemals sehen würde. Der Prinz war außer sich vor Kummer und sprang verzweifelt aus dem Turm, aber die dornigen Dornen des Busches, auf die er fiel, rissen ihm die Augen aus. Der blinde Prinz wanderte mehrere Jahre in Trauer und Trauer durch den Wald, trauerte und weinte die ganze Zeit um seinen geliebten Verlorenen. Einmal ging er in ein dichtes Dickicht. Plötzlich hörte der Prinz jemanden singen, es kam ihm so bekannt vor, und er ging ihm entgegen. Als er näher kam, erkannte Rapunzel ihn, warf sich auf seinen Hals und weinte bitter vor Freude. Zwei Tränen fielen ihm in die Augen, und der Prinz erlangte wieder sein Augenlicht und begann zu sehen wie zuvor. Er brachte sie in sein Königreich, und sie lebten viele, viele Jahre in Glück und Freude.